Fällt nicht ganz leicht heute. Ein herzliches Willkommen zu dieser Pressekonferenz nach dem Relegationsrückspiel des FC Ingolstadt 0-4 gegen den SV Wien Wiesbaden. SV Wien Wiesbaden gewinnt das Spiel mit 3-2, damit Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dazu gratulieren wir natürlich recht herzlich. Gleichzeitig bedeutet das den Abstieg für den FCI. Ja, Herr Rehm, bitte zunächst Ihr Fazit zum Spiel. Ja, Relegationsspiele sind einfach brutal, weil du dann hier oben sitzt und musst dich eigentlich freuen, tierisch, weil du gewonnen hast. Und der Kollege und der ganze Verein nebendran ist natürlich tief traurig. Das ist halt Fußball und es war unfassbar spannend. Es war unglaublich. Wir wussten, dass wir hier alles abrufen müssen, dass wir noch besser sein müssen, als wir es vielleicht bisher jemals waren. Und was wir in der ersten Halbzeit geliefert haben, war phänomenal von unserer Seite aus, war fantastisch. Ich weiß gar nicht, was die Mannschaft, wie sie das rausrocken konnte, ja, wie zielstrebig sie gespielt hat, mit welchem Tempo sie unterwegs war, wie ja, unglaublich dynamisch sie war. Sie waren immer einen Tick schneller, sie waren immer da, sie haben ganz, ganz viele Situationen in der Box gehabt. Das, was wir alles am Freitagabend vermissen haben lassen, und sie waren von unglaublichem Ehrgeiz besessen, dieses Ding hier noch zu drehen. Und ich habe die ganzen 3 Tage nach dem Spiel am Freitag eigentlich immer nur gespürt, dass sie alles raushauen werden, und das haben sie gemacht. Und wir sind natürlich überglücklich und der Kontrahent und Gegner ist natürlich tief traurig. Deswegen muss ich auch meine Freude jetzt hier versuchen, ein bisschen in den Zaum zu halten, und werde dann auf der Rückfahrt, ja, und wahrscheinlich auch noch hier im Stadion sehr, sehr lange feiern. Wir haben was geschafft in diesem Jahr, was nach 6 Spieltagen, glaube ich, unmöglich war, ja, wo uns keiner mehr auf der Rechnung hatte, auch nach dem ersten Spiel keiner mehr auf der Rechnung hatte. Die Relegationsspiele waren irgendwie typisch für unsere Saison. Am Anfang schwach, wenig Punkte, ja, ordentlich gespielt, aber nichts rausgeholt, und dann gegen Ende wurden wir immer stärker, und ich glaube, dass wir es ja am Ende dann verdient haben. Wer aufsteigt, hat es verdient. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rehm. Damit das Wort an dich, Thomas. Wir haben, glaube ich, intensive und ja, tolle, schöne Wochen hinter uns. Haben mit dieser Aufholjagd uns diese 2 Endspiele bzw. das Endspiel erst ermöglicht, aber am Ende reichte es nicht. Wie hast du das Spiel gesehen, bitte? Es ist natürlich sehr schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden, weil wir in den letzten 8 Wochen doch sehr intensiv das Ganze angegangen sind. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir heute in der ersten Halbzeit auf einen Gegner getroffen sind, der meines Erachtens nach gerade nach dem 1-0 und dem 1-1 hat man gemerkt, dass der Gegner sehr zielstrebig nach vorne spielen will. Man konnte schon sehen, was sie direkt vorhatten heute. Wir haben es heute versäumt, das, was wir am Freitag gut gemacht haben, dass wir mit der ersten Chance direkt in Führung geraten. Wir hatten wieder die erste Chance heute, die haben wir nicht gemacht. Aber der Gegner war in der ersten Halbzeit stark, das muss man auch anerkennen. Wir liegen 3-1 zurück. Ist alles irgendwie heute zusammengekommen, beziehungsweise am Freitag schon, wenn man das ein bisschen Revue passieren lässt, was uns die ganze Zeit eigentlich geholfen hat. Und aufgrund dessen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit, wir haben es versucht, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen in der zweiten Halbzeit, wir haben alles nach vorne geworfen, wir haben offensiv gewechselt, der Keeper hat 2, 3 herausragende Dinge gehalten, schon ab der 50. Minute, wo wir vielleicht hätten den Anschlusstreffer etwas eher hinbekommen können. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch anstandshalber sagen, dass der SVW in Wiesbaden heute verdient gewonnen hat aufgrund der ersten Halbzeit und wir sehr, sehr unglücklich abgestiegen sind. Aber, ja, ich habe es ja die Woche schon mal gesagt, die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet in den letzten 8 Wochen, seitdem ich hier bin. Dass es dann so endet, ist natürlich brutal. Ich kann dem Kollegen nur Glückwünsche sagen und dem ganzen Verein. Am Ende des Tages haben wir aufgrund der Tore das Nachsehen, und ich wünsche dem SVW alles Gute und dem FC Ingolstadt auch bei seinen Entscheidungen das glückliche Händchen. Danke, Thomas. Gibt es Fragen von Ihrer Seite, dann bitte um kurzes Handzeichen. Kommt das Mikro. Klaus Bergmann von der dpa. Dauert einen Moment. Herr Hochalf, wenn Sie sagen, ich wünsche dem FC Ingolstadt glückliches Händchen für Entscheidung, heißt das für Sie, ist das mit dem heutigen Tag hier beendet? Ja, so war das abgemacht, und
es spielt auch keine Rolle, was jetzt mit mir ist. Ja, am Ende des Tages sind wir heute abgestiegen und der Verein muss sich schütteln, der muss sich neu aufstellen in vielen Bereichen und deshalb ist ja irgendwo ein Teil auch von mir. Deshalb kann ich den ganzen Verantwortlichen nur wünschen, dass sie jetzt die richtigen Entscheidungen auch treffen. Weitere Fragen zum Spiel? Klaus Bergmann, wenn sonst keiner will, bitteschön. Herr Rehm, wie fühlt sich denn das an nächste Saison gegen HSV, gegen Stuttgart, gegen Hannover? Also im Moment fühlt es sich nicht gut an. Ne? Ich hoffe, es riecht nicht so sehr, wie es hier oben riecht. Also ich habe alles abbekommen, aber gegen wen wir spielen, habe ich noch nicht wahrgenommen. Wir waren so fokussiert auf dieses eine Spiel. Wir wussten, wie unfassbar schwer es wird. Ich wusste auch, dass wir auf jeden treffen sollten in der zweiten Liga, aber nicht auf den FC Ingolstadt, weil das, was Thomas in den letzten Wochen aus dieser Mannschaft nochmal rausgeholt hat, das war für uns natürlich schon auch klar, dass wir den stärksten Gegner dieser zweiten Liga aus dem unteren Tabellendrittel kriegen oder bekommen haben. Und das dann nochmal zu schaffen, ja, diesen Lauf, den sie hatten, zu unterbrechen, auch den Lauf am Freitagabend, den sie hatten. Ja. Aber sie haben uns nicht getötet am Freitagabend. Und ich glaube, das war das Entscheidende. Sie haben uns am Leben gelassen und wir haben einfach eine unfassbare Mentalität, im 96. Minute zuzuschlagen. Dieses Tor war entscheidend im Endeffekt, dass wir heute hier als Sieger vom Platz gehen. Ja, und es ist, ja, wie gesagt, da lag unser Fokus drauf. Gegen wen es dann geht, wir werden logischerweise weitermachen. Das Leben geht immer weiter. Auch wenn wir verloren hätten, hätten wir weitergemacht und hätten alles versucht, um im nächsten Jahr aufzusteigen. Ja, wir sind ein geiler Verein, wir haben einen geilen Zusammenhalt, wir haben eine geile Mannschaft, die auch bereit gewesen wäre, nochmal ein Jahr durchzugehen, ja, der Großteil zumindest. Und das zeichnet diese Mannschaft aus. Aber sie wollte unbedingt diesen Aufstieg haben und sie war natürlich überglücklich, dass sie das 1-2 gemacht haben am Freitagabend. Und das war das Entscheidende für diese ganze Relegation und dann eben der Auftritt heute in der ersten Halbzeit. Aber ob der HSV kommt oder Stuttgart oder Nürnberg, das ist heute Abend völlig egal. Der Einzige, der sich erfreut, ist wahrscheinlich der Geschäftsführer Finanzen, ja, weil das Stadion voll ist. Da hinten steht und lacht. Ja, der lacht schon sehr. Gibt es sonst noch Fragen zum Spiel des heutigen Abends? Das ist nicht der Fall. Dann, ja. Was bleibt zu sagen? Ihnen einen schönen Nachmittag beim FC Ingolstadt. Glaube ich, ist in den letzten Wochen viel gewachsen, auf dem man aufbauen kann und wird. Und wie der Herr Rehm gesagt hat, es geht weiter. Alles Gute, bis in der neuen Saison.